Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer, der Antrag, den wir gestellt haben, zielt darauf ab, die Sicherheit am Rheinischen Esel zu erhöhen. Wir alle wissen, dass am Rheinischen Esel seit vielen Jahren immer wieder Kriminalitätsschwerpunkte auftreten, Gewaltverbrechen und so weiter. Wir halten auch die Dringlichkeit gegeben, weil erst Anfang dieses Jahres eine Frau, eine 43-jährige Frau, dort vergewaltigt wurde und ich schon dringenden Handlungsbedarf sehe, da jetzt nicht wieder einige Wochen ins Land gehen zu lassen und das in der nächsten Ratssitzung zu behandeln, sondern ich denke, dass die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in unser allen Interesse sein sollte und vor allem auch dringlich sein sollte, auf einzelne Themen davon, wenn wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich stelle erstmal erfreut fest, dass wir alle auf Betriebstemperatur sind und jetzt auch richtig in die Diskussion eingestiegen sind. Das freut mich. Zum Thema Rathaussanierung sicherlich, meine Vorredner haben es ja zum Teil auch schon gesagt, die Steigerung der Kosten sind immer oder ist immer bedauerlich, vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, das ist auch schon gesagt worden, dass wir hier ja mit Steuermitteln handeln oder auch agieren und wir als Volksvertreter bzw. als gewählte Ratsmitglieder die Verpflichtung und auch die Aufgabe haben, mit diesen Mitteln als Treuhänder quasi verantwortungsbewusst umzugehen. Jetzt ist es aber auch so, jeder, der das Ergebnis gesehen hat, mit der schon sanierten, dem schon sanierten Rathausflügel, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich finde auch, dass es unserer Stadt gut zu Gesicht steht, dass wir jetzt ein modernes Rathaus bekommen und auch der Flügel, der jetzt noch nicht saniert ist, auch entsprechend saniert wird. Dass bei solchen großen Projekten auch immer mal, ja, ich sage jetzt mal, Kosten vielleicht etwas teurer werden, gerade auch wenn jetzt Inflation ja aktuell sehr anzieht. Dafür habe ich durchaus ein gewisses Verständnis, auch wenn ich natürlich schon, das hatte ich im HFA auch gesagt, mir wünschen würde, dass wir das einfach auch mal etwas mehr antizipieren in zukünftigen Planungen und da vielleicht etwas konservativer noch dran gehen, weil wir wissen ja hier in dieser Stadt, dass es eigentlich immer teurer wird. Also sollten wir uns nicht überrascht zeigen, auch wenn wir schon diese Planung vor vielen Jahren gemacht haben. Ein Aspekt, und der hat mich jetzt auch bewogen, warum ich jetzt nach vorne gegangen bin und doch nochmal das Wort ergreife, ist allerdings meine Verwunderung über den Kollegen Borggräfe, der gerade hier vorne ja kritisiert hat, dass offensichtlich die Stadtverwaltung mutmaßlich eine Videoüberwachung am Rathaus jetzt berücksichtigt und das zu höheren Kosten führt. Ich spreche Sie direkt an, Herr Borggräfe. Sie sind ja jetzt heute hier auch als, als bedrohter Kommunalpolitiker aufgetreten, haben sich auch als Opfer im Internet hier dargestellt. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es natürlich auch eine Schweinerei ist, wenn man entsprechende Drohungen bekommt. Das ist für mich selbstverständlich und das geht auch gar nicht. Aber gerade vor diesem Hintergrund, Herr Borggräfe, müssen auch gerade Sie Verständnis dafür haben, wenn wir versuchen, bei uns in der Stadt Sicherheit zu schaffen. Und Videoüberwachung schafft Sicherheit, auch nicht nur Sicherheit hinsichtlich der Möglichkeit, hinterher Taten aufzuklären, weil man Videobeweise hat, sondern auch bei der Prävention. Von daher denke ich, sollten wir einen Fehler nicht machen, und zwar bei der Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt in der Stadtverwaltung arbeiten oder auch der Besucher, die das Rathaus besuchen oder der Sicherheitsmitarbeiter, die entsprechend dafür Ordnung sorgen, an der falschen Ecke zu sparen, weil wir hier sagen, wir wollen sowas nicht und jetzt irgendwelche Kostendiskussionen führen. Das halte ich für völlig deplatziert und das wundert mich gerade bei Ihrem Fall. Da sollten Sie viel mehr Verständnis für haben. Ich möchte allerdings auch noch mal einmal kurz die Gelegenheit nutzen, abschließen und mich auch noch mal bedanken bei der Stadtverwaltung für die Durchführung der Planung. Ich weiß, dass Sie auch viel Kritik sich immer anhören müssen. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass ich das Ergebnis der Rathaussanierung, zumindest das, was man jetzt schon sehen kann, auch sehr schätze und dafür einfach auch mal Danke sagen. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, jetzt habe ich mich doch noch mal gemüßigt gesehen, hier noch mal das Wort zu ergreifen und für meine AfD-Fraktion noch mal Stellung zu beziehen zu dem Thema Sondernutzungsgebühren. Wir werden uns bei dem Thema, das möchte ich vorwegnehmen, enthalten. Das hatte ich schon im HFA deutlich gemacht, weil wir durchaus einige Punkte sehen in der Sondernutzungssatzung, die so aus unserer Sicht nicht ganz okay sind. Ein Beispiel möchte ich nennen, das ist das Thema der Außengastronomie. Da wird pro Quadratmeter 3,10 Euro berechnet, Gastronomiebetrieben, die zum Beispiel eine Außengastronomie betreiben wollen und die werden damit zusätzlich zur Kasse gebeten. Das halten wir gerade jetzt vor dem Hintergrund der desaströsen Corona-Politik, der Lockdown-Politik und der Tatsache, dass also gerade Gastronomiebetriebe über Gebühr belastet sind, weil sie nämlich geschlossen werden mussten zum Teil sehr lange oder jetzt halt nur dezimierte, ja, ich sag mal, Gästeanzahl bewirten dürfen durch 2G plus oder 3G. Das halten wir dafür nicht geboten, das sage ich ganz klar.
Bemerkenswert finde ich auch wieder, dass die Linke sich nicht sparen kann, hier mit ihrer Kapitalismuskritik und damit ganz klar zeigt, wo sie hin möchte, in eine sozialistische und damit unfreie und undemokratische Gesellschaft. Frau Weiß, da kommen wir her, ein Teil der Republik aus Ostdeutschland, die kennen das noch sehr gut und ich bin froh, dass wir das hier nicht mehr haben. Dankeschön. Ja, Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, den Worten meines Vorredners, Herrn Brümmelsee, kann ich mich inhaltlich nur anschließen. Also diese Straßenbaubeiträge, die hier in Nordrhein-Westfalen ja aus wirklich ungerechter Art und Weise erhoben werden seit vielen Jahren und damit ja, Bürgerinnen und Bürgern hier das Geld aus der Tasche ziehen in ungerechtfertigter Art und Weise, ist ein Skandal. Ein weiterer Skandal ist, dass das noch gar nicht, ja, ich sag mal, bisher abgeschafft wurde auf Landtagsebene, sondern dass das immer noch weiter durchgeführt wird und damit Menschen über Gebühr belastet werden. Ich möchte daran erinnern, dass diese Straßenbaubeiträge, je nachdem, wie viel Grundstück man an einer Straße hat, ruinös, existenzbedrohend sein kann. Ja, ich kenne einen Fall von einer älteren Dame, die quasi das nicht bezahlen konnte, als bei ihr vor dem Haus die Straße gemacht wurde, fast 80.000 Euro zahlen musste. Das ist ein Umstand, den kann ich gar nicht nachvollziehen. So, und dass das hier einfach so mitgetragen wird, gerade von den Fraktionen, die sich ja hier vorgeblich als, ja, ich sag mal, die Gerechtigkeitsparteien darstellen, gerne auf Plakaten in der Wahl, das ist ein Skandal. Das gehört abgeschafft und die AfD-Fraktion wird alles dafür tun, was man parlamentarisch machen kann, um diesem einen Riegel vorzuschreiben. Und Sie müssen sich ehrlich machen, wenn Sie das nicht abschaffen, nicht hier nur im Stadtrat, sondern auch auf Ihren Landesebenen, wo Sie ja teilweise auch mitregieren. Und das gehört schon lange abgeschafft. Deswegen kann ich hier nur sagen, wir lehnen diese Vorlage ab und zwar ganz entschieden. Die Menschen zahlen in Stadt Witten schon höchste kommunale Steuern und Abgaben. Diese Straßenbaubeiträge sind zutiefst ungerecht und deswegen werden wir das ablehnen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also als ich diesen Antrag vor einigen Wochen in Händen hielt und mir das angeschaut habe, da blieb mir fast die Spucke weg. Also Tatsache ist, dass ja den Autofahrern hier in unserer Stadt ohnehin schon das Autofahren keinen wirklichen Spaß macht. Die diversen Baustellen, damit verbundenen Einschränkungen, der Zustand der Straßen, der katastrophal ist in manchen Teilbereichen. Ich bin vorhin von Häfen aus jetzt Innenstadt gefahren und musste feststellen, wieder, dass ich fast froh sein kann, wenn mein Auto nicht kaputt ist, wenn ich hier ankomme, wenn ich über einige Straßen fahre. Jetzt ist nur dieser Antrag, den Sie jetzt hier quasi gestellt haben, ja, ich sag mal, eine nächste Stufe auf Ihrem Feldzug gegen den Individualverkehr mittels Pkw. Es ist wirklich eine absolute Farce, was Sie hier anstellen. Den Menschen noch jetzt vorschreiben zu wollen, in dieser Stadt, die ohnehin schon für Autofahrer nicht wirklich attraktiv ist, auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 zu machen. Also da frage ich mich wirklich, wie man auf solche abwegigen Ideen kommt. Offensichtlich fahren Sie alle nur mit dem Lastenrad oder haben einen Esel, mit dem Sie sich ziehen lassen. Mit einem Auto können Sie definitiv nicht durch diese Stadt fahren. Ansonsten wüssten Sie, dass das völliger Kokolores ist. Entscheidend ist für uns, auch gerade vor dem Hintergrund dieser Corona-Pandemie, die ja für Sie alle so unheimlich schlimm ist, dass gerade der Individualverkehr, sprich das Fahren mit dem eigenen Pkw, sich doch bewährt hat, gerade unter Infektionsschutzgründen. Trotzdem wollen Sie jetzt alle möglichen Leute in öffentlichen Personennahverkehr reinzwängen, die sich dann alle da noch gegenseitig anstecken können. Das Autofahren, und zwar das Autofahren mit Tempo 50 auf Hauptstraßen, ist eine der Errungenschaften, die man auf jeden Fall bewahren sollte. Dass man auf gewissen Steilabstrecken Tempo 30 macht, macht ja durchaus Sinn und ist auch geboten, aber nicht auf Hauptverkehrsstraßen. Wir müssen den Verkehrsfluss hier in dieser Stadt aufrechterhalten. Die Menschen müssen zu ihren Terminen kommen, der Warenverkehr muss fließen. Wenn Sie hier so eingreifen, erreichen Sie nichts fürs Klima überhaupt nicht, sondern Sie drangsalieren die Bürgerinnen und Bürger und schreiben denen vor, wie sie Auto zu fahren haben, auf einer Hauptverkehrsstraße. Tempo 30 ist ein Skandal. Ich danke Ihnen. Wir werden das natürlich ablehnen. Ja, Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, da freue ich mich, dass ich jetzt heute offensichtlich den Abschluss des öffentlichen Teils, zumindest inhaltlicher Art hier, geben darf und nochmal ein Thema thematisieren kann, das gerade auch der AfD sehr am Herzen liegt. Und das ist das Thema der körperlichen Unversehrtheit und das Thema der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hier in unserer Stadt. Das wird auch schon deutlich, als ich heute heute am Anfang den Dringlichkeitsantrag, den wir heute einbringen wollten, begründet habe, dass uns das Thema Sicherheit, körperliche Unversehrtheit und Bekämpfung von Kriminalität sehr am Herzen liegt. Und jetzt ist es so, dass mit unserer Anfrage wir diese körperliche Unversehrtheit und Sicherheit hier der Menschen in unserer Stadt verbessern möchten. Das ist der grundsätzliche
Tenor, weshalb wir das gemacht haben. Wir wünschen uns daraus Erkenntnisse, damit wir konkrete Handlungen ableiten können, was wir tun können, um das zu gewährleisten. Und jetzt hatten wir zwei Anfragen, die sich mit diesem Thema, also auch Schutz vom Mandatsträger, da will ich auch noch mal kurz einen Satz zu sagen, und auch das Thema der Sicherheit generell hier und der körperlichen Unversehrtheit beschäftigen. Das sind jetzt diese beiden Anträge, einmal von SPD, Bündnis 90, Grüne und von AfD. Und wir alle wissen, dass am Anfang des Jahres hier entsprechende Messerattacke stattgefunden hat auf einen Mitarbeiter, der am Rathaus den Eingang bewacht hat. Und wenn so eine Tat passiert, ist doch ganz klar, dass das auch eine politische Dimension hat und man fragen muss, was kann die Politik tun, um eine solche Tat für die Zukunft zu verhindern? Das ist eigentlich eine ganz ureigentliche Aufgabe hier dieses Gremiums. Von daher war ich sehr überrascht, dass wir die einzige Fraktion sind, die jetzt quasi auch mal Fragen nach der Herkunft des Täters oder nach dem Hintergrund des Täters irgendwie stellen. Das macht sonst keiner. Aber wir sind die einzige Partei, die das gemacht haben hier. Und wir haben dabei Folgendes festgestellt. Zum einen, die Beantwortung unserer Anfrage ist ja leider nur sehr unzureichend, hat ja nur sehr unzureichend stattgefunden mit dem Hinweis auf Datenschutzgründe. Das finde ich sehr bemerkenswert. Wenn man bedenkt, dass hier also irgendwelche, ich sage jetzt mal, Datenschutzgründe angeführt werden, weshalb man zum Beispiel nicht mitteilen kann, was also quasi da für Vorstrafen vorliegen. Die Zeitung, habe ich festgestellt, war da deutlich besser informiert. Die wusste, dass der Herr 34 Jahre alt ist, Migrationshintergrund hat, schon straffällig geworden ist und so weiter. Das ist alles wichtig. Und von daher stellt sich die Frage, was hätte man vielleicht verhindern können? Wir haben zumindest aus unserer Anfrage hier erfahren, dass der Herr afghanischer Staatsbürger ist. Und aus der Zeitung wissen wir, dass dieser Herr... Nein. Herr Jüngst, lassen Sie mal ausreden. Sie müssen mal... Ja. Holen Sie mal wieder Luft unter Ihrer Maske. Sie haben vorhin auch hier Zwiegespräche geführt. Meine Herren, ja, wir sind unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen. Losgelöst davon habe ich ja auch bei anderen Wortbeiträgen zugelassen, Erweiterungen, was man von der Verwaltung erwartet oder wie man es wertet. Also solange Sie zu Ihrer eigentlichen Anfrage sprechen, Herr Renkel, ist es in Ordnung. Ansonsten ist es kein Tagesordnungspunkt, der zu einer Debatte vorgesehen ist durch die Geschäftsordnung. Nein, ich rede zu dem Tagesordnungspunkt und es wäre schön, wenn Herr Jüngst das auch mal anerkennt. Er hat ja auch gerade hier sehr viele Sachen erzählt. Es geht also konkret darum, dass wir aus unserer Anfrage quasi eigentlich nur zum Hintergrund des Täters erfahren haben, dass er afghanischer Staatsbürger ist und dass er seit November 2015 hier in unserer schönen Stadt Witten lebt. Damit kann man jetzt mutmaßen, wir haben auch die Anfrage an die Polizei gestellt, wollten auch dieselben Fragen haben, da hat man uns an die Stadtverwaltung verwiesen, es wurde also etwas Ping-Pong gespielt. Und Tatsache ist einfach, dass die Vermutung sehr stark naheliegt, dass dieser Herr doch mit der Flüchtlingswelle 2015 in unsere Stadt gekommen ist. Herr Renkel, sowohl Sie als auch bitte, verehrte Kollegen im Rat, es geht hier nicht um Wertungen, es geht hier um eine Fragestellung. Die Fragestellung wird an die Verwaltung adressiert und von der Verwaltung beantwortet. Wenn Sie die Qualität der Antworten der Verwaltung rügen mögen, wie Herr Jüngst das in einem anderen Kontext getan hat, ist das Ihr gutes Recht. Das ist aber auch alles, was dieser Tagesordnungspunkt zulässt. So, ja, aber ich habe doch abschließend jetzt klargestellt, was dieser Tagesordnungspunkt zulässt. Also, wenn Sie die Qualität der Antwort der Verwaltung rügen wollen, steht Ihnen das frei. Wenn Sie sich beschwert fühlen, stehen Ihnen sämtliche Optionen offen. Sie können auch eine ergänzende Anfrage fürs nächste Mal formulieren, aber halten Sie sich in diesem Kontext. Das gilt für alle im Kontext der Anfragen. Danke für den Hinweis, Herr Bürgermeister. Das werde ich gerne beherzigen. Deswegen komme ich zu dem Thema, weshalb ich das anspreche. Sie alle wissen, das ist ein unbequemes Thema für Sie, Herr Jüngst. Ich weiß, das geht ja auch auf Sie mit zurück. Tatsache ist, dass dieses Thema von politischer Dimension ist. Wir haben die Antwort bekommen. Die Antwort ist verständlicherweise, versuchen Sie da, ich sage jetzt mal, keine wirklichen Antworten zu liefern mit dem Verweis auf Datenschutz. Das kritisieren wir. Wir möchten abschließend zu dem Thema sagen, dass es doch sehr nahe liegt, die Vermutung, dass man wahrscheinlich, hätte man diesen Mann, der ja schon auch mehrmals straffällig geworden ist, wie wir wissen, abgeschoben, wäre dieser Mann heute nicht verletzt worden. Das, Herr Jüngst, müssen Sie sich mal anhören. Herr Jüngst, Herr Renkel,
das ist insoweit nicht in Ordnung. Wir sind hier nicht im Reiche der Spekulation. Auch andere Anfragen an uns gerichtet, Fragen nach einer Motivation, auch Ihre, die irgendjemand gehabt haben könnte. Ich habe das Kaffeesatzlesen nicht gelernt, auch keine Glaskugel. Deswegen sind solche Fragen von der Verwaltung schlicht nicht zu beantworten. Und wenn wir auf den Datenschutz verweisen, dann befinden wir uns auf rechtlich gesichertem Boden. Ob es andere Quellen gibt und ob man in der Zeitung was nachlesen kann, entbindet Verwaltung nicht von der Pflicht des Datenschutzes, egal ob sich irgendjemand anders daran hält. So, ich habe die Kritik an unserer Antwort verstanden. Da keine neue Frage an die Verwaltung adressiert ist, wäre es das jetzt aber auch. Ich hätte noch eine Frage, ob es unter dem Tagesordnungspunkt gestattet ist, entsprechend hier auf die Anfrage der Grünen, die ja auch etwas damit zu tun hat, ein Statement abzugeben. Nein, das ist ja grundsätzlich keine Debatte. Die Antragsteller oder die Fragesteller können natürlich präzisieren, aber den anderen Fraktionen steht es nicht zu, sich dazu einzulassen. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Jeder von Ihnen darf seine Fragen formulieren, ohne Wertung der anderen. Alles klar, danke Ihnen für die Antwort. Gerne.